Also, aber vielleicht können wir auch noch mal kurz sprechen, was die, also wie das Konjunkturprogramm bei Ihnen angekommen ist und was Sie sich darüber hinaus vielleicht noch erhoffen. Weil wir haben ja schon sehr dafür gekämpft, dass eben auch die Gemeinnützigen auch berücksichtigt werden mit 1 Milliarde Euro immerhin. Ne? Das weiß ich nicht, ob das zu wenig ist, weil aber es werden ja hauptsächlich Kredite sein. Und das weiß ich nicht, ob das hilft, weil Sie als gemeinnütziger Verein können Sie ja keine Gewinne machen in dem Sinne. Ne? Und haben eben dementsprechend Schwierigkeiten oder eine größere Hürde, überhaupt Kredite tilgen zu können. Ja. Bis hin, dass natürlich auch Kredite, die von Gemeinde zum Training genommen werden, dann zum Teil muss der Vorstand in die persönliche Haftung gehen. Ja. Also das ist so eine Besonderheit, die man berücksichtigen sollte. Die Schwierigkeit vor allen Dingen ist, also Kredite helfen uns wirklich nur mäßig. Also weil damit ist eigentlich gerade, also ich kann es an unserem Träger, das Beispiel, wir werden voraussichtlich, wenn das Jahr so weiterläuft, mit den ganzen Erlassungen, mit den Verboten, was natürlich auch zu der Haltung von Lehrern führt, dass sie nicht, auch wenn es jetzt Lockerungen langsam gibt, trotzdem ist der Typus Lehrer jemand, der gerne Sicherheit möchte und in den seltensten Fällen das Risiko eingeht und sagt, ich mache jetzt sofort wieder ein Training sozialer Kompetenzen mit Exeo, sondern die bleiben erstmal alle doch eher in dieser Hab-8-Stellung und bleiben im Schulbetrieb und versuchen auch erstmal den Schulbetrieb wieder ordentlich in Gang zu kriegen. Das heißt für uns in der Folge, dass wir voraussichtlich, wir haben jetzt schon in den letzten 3 Monaten durch Absagen in der kurzfristigen Anfrage von Tagesveranstaltungen, weil eigentlich April, Mai, Juni sind ja die klassischen Monate für Wandertage, man geht raus, man macht so ein Team-Spirit-Programm und man macht Klassenreisen bis in den September hinaus. Wir haben also alleine jetzt schon eine Unterdeckung von 250.000 Euro als ich sag mal, mittleres Sozialunternehmen aus Lübeck. Die Schwierigkeit ist, dass dieses Konjunkturpaket, das nimmt zum Teil ja Berechnungsformen und sagt, ja, ihr müsst bitte eure Fixkosten in den Monaten April, Mai, Juni vorzeigen. Nur uns bringen ja nichts die gedeckelten Fixkosten, wenn uns eigentlich der gesamte Umsatz für das Jahr verloren gegangen ist, womit wir die Herausforderung haben. Wir müssen immer in den Monaten April bis Ende September, Oktober, müssen wir so viel Umsatz generieren, damit wir in der kurz schwachen Zeit, November bis März, trotzdem unsere Fixkosten halten können. Das heißt, wir müssen also immer Gas geben, genug Kurse veranstalten als freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe, damit wir dann über die, sag mal, über die sauren Monate hinwegkommen. Und das können wir oftmals auch nur über den Dispositionskredit abfedern. Und wenn jetzt hinzukommt, dass wir eigentlich die gesamte Unterdeckung eigentlich auch mit dem Kredit tragen müssen, dann passt das für uns leider vorne hin. Und wir haben zwar die 9.000 Euro bekommen, Soforthilfeprogramm, jetzt nach dem Nachjustieren auf Landesebene, aber auch 9.000 Euro sind für einen Träger mit gewachsenen Strukturen wie bei uns. Wir machen ja einen Ausbildungsbereich, wir machen Ferienprogramme, Klassenfahrten, trainieren soziale Kompetenz. Das ist bei 9.000 Euro leider wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie sieht es dann aus mit Kurzarbeitergeld? Haben wir gemacht. Unser Gesamtpersonal haben auf die Hälfte reduzieren müssen. Das hat zur Folge, dass einige sogar gesagt haben, wo keine Kurzarbeit gegriffen hat, wie bei Werkstudenten, greift die Kurzarbeit ja nicht. Die mussten wir leider kündigen. Das heißt, es haben auch einige das Team verlassen, weil die gesagt haben, Mensch, das ist mir dann doch zu wenig und dann gucke ich mich jetzt um, wo ich vielleicht einen festen Job habe. Und was ein Punkt ist, wo ich denke, das sollte Politik mitnehmen, ist, dass man berücksichtigen sollte, dass gerade Träger der Kinder- und Jugendhilfe, freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe, die ja versuchen, über Teilnehmerbeiträge und nicht über öffentliche Mittel ihre Kinder- und Jugendhilfeleistung abzubilden, dass es nicht nach der Corona-Pandemie zweierlei Maß an Bewertung geben kann. Also sprich, die Kinder- und Jugendhilfeträger, die vorher von öffentlichen Mitteln ihren Unterhalt bestreiten konnten, die leben genauso weiter. Und da wird einfach jetzt der Bund und das Land aufkommen müssen für diese Kosten. Bei den Trägern der freien Kinder- und Jugendhilfe, die bleiben jetzt einfach auf dem Desaster, dass man sagt, ja, RTBRT, ihr seid halt freie Träger, ihr bekommt keine öffentlichen Mittel und ihr habt euch immer von Teilnehmerbeiträgen finanziert. Das ist natürlich gerade für uns ein Schlag ins Kontor. Das ist wirklich sehr schwierig. Ja, also es wäre, ist ja so, dass der Bund praktisch eigentlich nicht die Kompetenz hat, gemeinnützige Träger zu unterstützen. Das ist Landessache.
Sie vielleicht auch noch mal Achilles sein. Das wäre schon ganz gut, wenn sie da dann noch die Kraft haben. Also deshalb haben wir das mit dem Kredit gemacht, mit dem, als Unterstützung eigentlich für die Länder. Ne? Weil viele Länder das ja auch überhaupt nichts aufbringen können. Ne? Das ist ja leider Schleswig-Holstein, weiß ich nicht. Wird auch wohl schwierig werden, aber das wäre schon ganz gut. Also da müssen sie eigentlich Direkthilfe haben. Ne? Also genau, ja, nicht richtig. Rückzahlbare genau, oder genau, dass man ganz klar betrachtet bei Trägern, die langjährig vorweisen können, dass sie nicht plötzlich mit irgendwelchen Umsatzzahlen um sich werfen und sagen, oh, das haben wir jetzt plötzlich in diesem Jahr verloren, sondern wo man klar anhand von Kennzahlen sehen kann, in den letzten Jahren gab es ein ständiges Geschäft, das ist jetzt weggeworfen und dass man dann guckt, wie kann eventuell eine Ausfallgebühr, weil diese ganze Storno-Regelung ja auch gerade ein Dschungel ist. Es gibt also zum einen fordert man uns ab, dass wir teilweise jetzt auf Schulen zugehen und sagen, liebe Eltern, ihr müsst trotzdem die Storno-Gebühr zahlen für diesen Beitrag. Ja. Dann kommt natürlich der Elternverband und sagt, wie kann es sein, dass wir jetzt plötzlich Gelder zahlen machen für Klassenfahrten, die jetzt gar nicht stattfinden. Dann sagen wir natürlich, naja, wir brauchen einen Titel, damit wir was in der Hand haben, weil das ist ja eigentlich Geld, was uns zugestanden hätte. Und wir müssen ja auch uns ja irgendwie unternehmerisch positionieren, auch wenn wir ein sozialer Verein sind. Das heißt, wir kommen gerade nicht an die Ausfallgebühr ran. Und wenn man da wüsste, dass Regierung und Politik sagt, Mensch, wir versuchen euch mit einer Unterstützung, die nicht nur 9.000 Euro für die Soforthilfe, sondern wenn man so wirklich sagt, das ist euer Ausfall, davon versuchen wir 50-70% mit zu stützen, dann ist wirklich den Trägern damit auch geholfen und es ist vor allem damit geholfen, dass die Vielfalt in der Bildungslandschaft erhalten bleibt. Weil das ist leider die Folge. Die außerschulischen Bildungsträger, wenn es jetzt so weitergeht, würden ausgebildet werden. Und was bedeuten würde, dass Schule wirklich wieder alleine mit Bildung beauftragt wird. Und ich glaube, gerade außerschulische Bildung ist so wichtig als Bildungspartner für die Schule. Und Lehrer sind dankbar, wenn sie wissen, dass bestimmte Kompetenzbereiche durch außerschulische Bildungspartner trainiert werden, weil der Lehrer ja auch mit seiner Wissensvermittlung auch schon genug zu tun hat in den Schulklassen. Also ich fände das auch ganz schlimm, wenn das für Sie jetzt negative Auswirkungen hätte langfristig, weil ich finde Ihr Angebot auch so toll, weil das eben auch in der Natur und im Freien stattfindet. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und eben auch gerade für Kinder und Jugendliche nochmal einen ganz neuen Aspekt und auch ein ganz neues Erleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil viele Kinder haben ja diesen Bezug zur Natur leider nicht mehr. Und da leisten die wirklich einen ganz tollen Beitrag. Also ich finde das sowieso wichtig. Also das wäre wirklich schlimm, wenn sie nicht wieder, sag ich mal, dann weitermachen können. Ja genau, dass man das weitermachen darf, bin ich daran scheitern, Frau Hillerum, dass in dem Konjunkturpaket wird ja ausformuliert, dass man Übernachtungshäuser, Jugendherbergen, Unterkunft und Jugendeinrichtungen, dass man diese Jugendeinrichtungen über das Konjunkturpaket unterstützt. Es steht aber nichts von gemeinnützigen Trägern der Kinder und Jugendherbergen. Ich habe die Sorge, dass wenn das so weiter ausformuliert wird und wir wollen eventuell doch was beantragen, dass es dann wieder heißt, naja, da passt ihr wieder nicht zwischen. Ihr seid keine Unterkunftsstätte, sondern ihr seid ja eigentlich der Programmanbieter. Nee, da greift das nicht. Dann ist es vorbei, also, weil dann sitzen wir wieder dazwischen und dann ist es noch eine größere Kraftanstrengung, wieder zu beweisen, dass es doch eigentlich auch wichtig ist, dass so Träger wie wir, also erlebnispädagogische Programmanbieter, eine Unterstützung erfahren müssen. Also das wär mir wichtig, wenn Sie das vielleicht mitnehmen können. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oh, jetzt ist hier schon ein bisschen weg. Ja, das entscheidet sich hier gerade mit der Wasserschutzpolizei. Die müssen wir jetzt. Wir sind ja eher als exotisch. Also wir haben eigentlich die ganze Reise Wasserschutzpolizei bei uns gehabt. Also erstens kennen die solch ein Gefährt in den seltensten Fällen. Und dann wollen sie wirklich wissen, ob das alles genehmigt ist. Und wir mussten das wirklich statisch berechnen lassen. Also es ist richtig als Boot angemeldet. Ja. Der Herr Buckelmann hat richtig ein Kapitänspatent. Ja. Also wir haben eine Funke an Bord, wir haben eine Beleuchtung, also wir haben alles gedacht, um bloß nicht den Eindruck zu erwecken, dass es hier völlig. Wir haben Schwimmwesten. Schwimmwesten, da ist eine Wurfleine. Also wir haben eigentlich den Rettungsring erhoffen wir uns jetzt von der Politik. Das ist wichtig. Also wir brauchen wirklich Unterstützung. Also wenn Sie da Kraft und Energie reinsetzen, werden wir Ihnen sehr dankbar. Gerade ja, das mache ich auf jeden Fall, weil also ich das eben auch selber ja live erlebt habe in der Arbeit vor Ort und das richtig gut funktioniert. Klasse, sehr schön. Sehr freuen. Das heißt, Sie bleiben jetzt so die nächsten zwei Wochen hier in Berlin? Nein, ich reise heute Abend leider auch wieder ab. Ich habe jetzt den Nahdienst, deshalb muss ich schon gleich wieder rein. Und dann bin ich aber in der Sitzungswoche wieder da. Ich weiß nicht, ob wir uns dann sehen oder ob wir uns ansonsten können wir uns
da vielleicht auch dann nochmal schreiben oder erzählen. Das ist schon, das wäre eine große Hilfe. Ja, wenn Sie mir das zuschicken nochmal, Ihren Forderungskatalog, ja, das wäre auch ganz gut. Ja, das mache ich sehr gerne. Ja. Genau. Und auch Herr Salzer, also ja. Philipp Salzer ist auch Ansprechpartner. Ja, ja. Und schön, dass es so, es war ja doch recht kurzfristig, dass es so kurzfristig geklappt hat. Ich war ganz erfreut, dass ich auch gestern Abend geschrieben und heute gleich gesagt, ja, wir kommen rum. Ja, auf jeden Fall. Das war mir besonders. Ja. Hätten natürlich gerne einen anderen Empfang, gewünscht, aber ja, so wissen, so sind wir wenigstens sicher im Handy. Ne? Ja. Müssen Sie jetzt weg? Nö, immer noch nicht. Wir machen immer noch die Formalitäten. Ja. Und die Grinsen machen auch Fokus gerade. Ich glaube, das wird alles wieder gut. Machst du auch noch Fotos? Ich habe ja schon ganz viele gemacht. Ach, hast du schon? Ja, wir würden auch gerne mit Ketten, so genau, ein Gruppenbild. Ja. Das Gruppenbild natürlich mit Abstandsregelung. Ja. Aber das wäre toll, wenn wir sie auf dem Fluss haben dürfen. Ja, klar. Ich habe so das Gefühl, ich glaube, ich...